Name ist Frank Tassone. Ich bin heute als Speaker hier eingeladen worden mit einem ganz spannenden Thema. Es geht um digitale Bildung. Und ja, ich bin viele Jahre, fast mein halbes Leben auch mit der AKAD schon irgendwo verknüpft mit mehreren Studiengängen. Bin AKAD-Botschafter, AKAD-Ambassador. Auch und versuche eben auch das entsprechend zu promoten. Ich bin selbst, habe ein eigenes Unternehmen, ein Trainingsunternehmen, bin seit über 20 Jahren auch im Projektmanagement-Business tätig, bin Vice President für Universities and Schools in Deutschland, für den Weltverband für Projektmanagement, den PMI nennt sich das, und bin auch sehr gerne in Bildungsprojekte oder ich fördere Bildungsprojekte, wo wir zum Beispiel Kids trainieren an Schulen mit neuen Lerntechnologien wie der virtuellen Realität, und da haben wir ganz tolle Projekte gemacht, und wir waren auch letztes Jahr weltweit die Ersten, die international ein Projektmanagement-Training in der virtuellen Realität durchgeführt haben und publiziert haben. Der Hintergrund ist eben der, dass wir gerade im Bereich der digitalen Bildung, der Lerntechnologien weit hinter dem Business sind. Das heißt, es gibt natürlich ganz, ganz viele Produkte im Virtual Reality-Umfeld für Gamification, für Games, für, sag ich mal, jetzt in der Spielewelt. Interessanterweise habe ich dann durch Startups, mit denen wir auch zusammenarbeiten, haben wir uns überlegt, warum wird es denn nicht für die digitale Bildung genutzt? Ich habe mit Experten gesprochen, die haben gesagt, wir erwarten erst in 3 bis 5 Jahren die ersten Produkte in diesem Bereich, die man nutzen kann, um dann entsprechend, sage ich mal, Bildungsveranstaltungen in der virtuellen Realität durchzuführen. Und das, wir haben einige Projekte durchgeführt und darüber berichte ich heute. Also es gibt da auch noch viel zu tun. Das heißt, wir sind da erst am Anfang. Bis vor 3 Jahren gab es diesen Markt gar nicht. Ja. Das heißt, das sind ganz neue Technologien. Diese Brille kostet jetzt weniger als 200 US-Dollar, also weniger als ein Notebook. Wenn man sich überlegt, dass es andere gibt, die kosten 5.000 Euro, die Industrie benutzt. In der Industrie ist das seit Jahren ist das ein Riesenthema. Es werden Milliarden investiert. Das sind natürlich Spezialprojekte. Was wir gemacht haben, wir haben einen Industrieraum, virtuellen Raum aus der Industrie genutzt und haben daraus ein Classroom gemacht. Das heißt, die Teilnehmer, die Kids und auch andere Teilnehmer kamen in diesen virtuellen Trainingsraum und waren an anderen Standorten. Das ging so weit, dass wir dann praktisch mit verschiedenen Schulen in Deutschland praktisch in einer finalen Session haben die Kids, die wir vorher als Trainer in der virtuellen Realität, wir haben die Kids als Trainer ausgebildet, und die Kids haben dann andere Kids an anderen Schulen trainiert in einem virtuellen Classroom. Und das ist digitale Bildung. Das heißt, dort geht auch die Reise hin. Jetzt stellen Sie sich vor, in Afrika mit WLAN und Wi-Fi oder egal wo auf der Welt kann jedes Kind oder könnte jeder Teilnehmer da reinkommen.